Ja, moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Replay von World of Tanks. Und heute sind wir hier unterwegs mit Hoften 92, Hoden 92. Ich weiß nicht, ob das V ausgesprochen wird oder nicht. Sorry dafür. Aber ich hoffe, du bist mir nicht sehr böse drum. Er spielt in seinem Panzer 5-4. Den gab es vorgestern, glaube ich, zu kaufen auf dem Schwarzmarkt für 5500 Credits. Und ganz kurz in eigener Sache noch, falls ihr ein Replay habt, was ihr gezeigt oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen. rob2k@web.de, rob2k@web.de ist meine E-Mail-Adresse. Oder schreibt mich ingame an, flens1980, oder er fragt mein Teamspeak. Dann könnt ihr mir dort drüber auch Replays schicken. So, der Panzer 5-4, Premium-Panzer, den gab es ganz, 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 ganz selten zu kaufen. Es ist, ich weiß gar nicht, es ist schon eine Ewigkeit her, dass der, glaube ich, mal im Shop war und jetzt gab es den halt. Und es blieben tatsächlich noch ein paar tausend Panzer davon übrig. Ich selbst habe ihn mir jetzt auch nicht geholt, weil ich aktuell für WoT kein Gold und Geld ausgeben möchte. Und bin eigentlich doch ein bisschen traurig jetzt drüber. Nicht jetzt drüber, aber so im Nachhinein, weil ich habe mir mal gesagt, so, ach, wenn es einen Panzer gibt, so. Der halt auch richtig gut ist, werde ich vielleicht nochmal zuschlagen, aber aktuell war es einfach nicht gegeben und deshalb habe ich das gelassen. Aber ihr seht hier schon, der Panzer 5-4 hat einen echt guten Neigungswinkel, hat eine Kanone, die schnell schießt, die standardmäßig 110 Schaden macht. Und ihr seht jetzt hier vom T-150 Grad 300er Schuss gebounced. Das Ding ist auch wahnsinnig gut gepanzert. Das ist ein 5er Panzer, der war früher mal, wenn ich mich recht erinnere, Stufe 6, glaube ich sogar. Ihr schreibt es in die Kommentare, wenn ich falsch liege, aber ich meine, der war früher mal Stufe 6 und wurde dann ein bisschen gebufft und wurde eine Stufe runtergesetzt. Es ist jetzt eine Stufe 5er. Und das richtig Gute daran ist, der Panzer hat Special Matchmaking. Der sieht maximal 6er. Also das hier ist schon ein Low-Tier-Gefecht für den Panzer. Das Ding wiegt gute 40 Tonnen und hat mit einer Endgeschwindigkeit von 55 km/h hier auch einen richtig guten Top-Speed. Wenn das Ding irgendwo drauf kachelt, macht der Schaden, ohne selbst Schaden zu nehmen, fast. Fast, muss man dazu sagen. Kommt natürlich immer darauf an, was er rammt. Aber wenn ihr hier irgendwie so einen leichten Panzer, einen Medium-Panzer habt oder aber auch irgendwelche TDs, die rommelt der einfach weg. Wenn ihr natürlich jetzt so ein KV-1 oder ein KV-2. Ach nee. Geht das? Ach ja, doch, hier ist ja sogar einer dabei. Oder ein KV-2 habt. Die sind natürlich relativ schwer. Da macht ihr wahrscheinlich auch, nehmt ihr auch selbst ein bisschen Schaden. Aber wenn ihr sowas habt wie, ich sag mal, ein Crusader, ein Panzer 4H oder eine Arty oder sowas, die rommelt ihr einfach, die fahrt ihr platt mit dem Teil. Also der Panzer ist schon echt mega stark. Ihr seht auch hier, der Panzer hat eine. Das ist eine Pantherwanne, wenn ich das richtig sehe. Also eine 7er Wanne eigentlich. Ist natürlich schon heftig und dazu hat er den von dem Panzer 4 von diesem anderen Premium-Panzer, glaube ich, ist das diese Hydrostadt oder so, glaube ich. Das ist der Turm davon, wenn ich das richtig sehe. Also, das ist schon ein echt cooles Ding. Ja, guck mal da. Ja, der ist. Ne, das war ein Panzer 4H. Aber ihr seht hier schon, der KV-1, ne? Zack, 370, weil der einfach eine krasse. Ihr müsst mal bei Tanks GG gucken, was der für eine Panzerung hat. Also frontal ist das Ding ein Monster. Wenn die dann noch ein bisschen angewinkelt ist, dann hat da nicht mal ein KV-1 eine Chance durchzukommen. Und ihr seht, wie easy hier Hofften einfach den KV-2 umfährt. Und jetzt hat er hier zwar angewinkelt und der KV-1 hat jetzt hier HE genommen, um halt irgendwie nochmal Schaden zu machen. Aber ja. Keine Chance. So. Sorry dafür, dass ich jetzt so ein bisschen hier über den Panzer gerade ja, schwärme oder rede, wie auch immer. Aber das Ding ist halt super selten. Jetzt vielleicht nicht mehr ganz so, aber nichtsdestotrotz bleibt das Ding einfach so ein bisschen so ein Unikum, so ein rosa Einhorn, sag ich mal, auf dem Schlachtfeld. Die sind echt sehr, sehr selten, die Panzer.
Und davon mal abgesehen, dass halt von den Panzern, die jetzt im Shop waren, ich glaube, das sind sogar 7, 8. Und hier, da seht ihr das einfach zack ran. Gut, kann man mit mehreren Panzern machen, aber bei dem Panzer ist es halt so extrem krass einfach. Es blieben halt noch echt viele Panzer davon über. Da schießt die Lev hier vorbei. Da hat er Glück gehabt, weil die 37 HP hätte die Lev ihm jetzt auch noch locker abgezogen. So, und da ist das Ganze auch schon vorbei. Sorry, Hoften, dass ich hier so ein bisschen jetzt gar nicht deine Leistung gewürdigt habe. Das mache ich aber jetzt gleich auf jeden Fall noch. Ihr seht hier, Big Carry hat er drüber geschrieben, Panzer 5-4. Und das Ganze wurde in einer Meisterrunde. Er hat hier den Schläger bekommen, den Duellanten bekommen, den Kämpfer bekommen, Wirkungsfeuer bekommen, Kugelsicher bekommen, zwei Anleihen, Pascucci-Medaille, High Caliber, also Großkaliber und Kamikaze hat er bekommen, weil er halt hier eingerammt hat, ohne dabei zu sterben. Nee, muss er, glaube ich, gar nicht. Ne? Auch selbst wenn er drauf geht dabei, kriegt er den, glaube ich, trotzdem, jedenfalls so wie es hier in der Erklärung steht. Ihr könnt mal sehen, was er alles an Gegner beschossen hat. Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Er hat hier 2272 Schaden gemacht mit einem Stufe 5 Panzer. Das Ding hat wahnsinnige Gun-Werte, hat eine krasse Panzerung, ist schnell. Also das Ding ist so tatsächlich schon fast, um es mal krass zu formulieren, die eierlegende Wollmilchsau. Also da habt ihr wirklich alles drin, was ihr irgendwie wollt, braucht. Ich glaube, ganz idiotensicher ist es vielleicht trotzdem nicht, weil man halt schon. Ich weiß nicht. Also es kommt nah ran, würde ich schon mal sagen. Aber benutzt trotzdem euer Köpfchen noch dazu und dann sollte das Ding hier eigentlich gerade in Fünfer-Only-Matches zum Beispiel einfach nur dominieren. 1533 Basiserfahrung hat er hier gemacht. Das ist natürlich richtig gut. Und wir gucken mal, er hat 32 Mal geschossen, hat 25 Mal getroffen. Davon ging 20 Schuss durch. Ja, wie gesagt, 2272 Schaden gemacht. 6 Treffer bekommen und davon ging allerdings nur einer durch. Und das ist natürlich schon echt richtig gut, wenn man bedenkt, er wurde vom T-150 beschossen, er wurde vom KV-1 beschossen. Ich weiß gar nicht, was da noch alles kam, weil ich ja gerade so ein bisschen über das andere geredet habe. Aber ja, er hat hier 780 Schaden geblockt, er hat zwei Gegner gespottet, er hat 8 beschädigt, 4 zerstört, knapp 700 Support-Schaden noch bekommen und konnte hier immerhin noch 38.000 Credits mitnehmen. Ihr seht hier Armory Supply, ich glaube, da habe ich leider auch nicht so drauf geachtet. Er scheint aber viel mit Gold geschossen zu haben. Und dementsprechend hat er hier auch nicht ganz so viel Gold mit Credits mit rausgenommen. Aber who cares? Das Ganze ging knapp 5 Minuten und ihr habt mal eben 2000, was hat er gemacht hier? 2272 Schaden, alter Schwede. Das ist der Hammer. Und wie gesagt, also falls ihr, ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, ob Wargaming den jetzt vielleicht doch nochmal reinpackt oder so in den Shop, das war ja mit dem T34B, warum auch immer, auch so. Den wollten wohl super viele haben und auf einmal war der weg und alles, so, hey, ich will den auch noch haben. Und Wargame ist so, alter, cool, da kriegen wir Kohle. Dann machen wir den nochmal rein und ich weiß nicht, vielleicht, also wenn der nochmal in den Shop kommen würde, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich nicht vielleicht doch sagen würde, ja, alles klar, den hole ich mir doch nochmal. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch 8000 Gold über oder so, jetzt aktuell auf meinem Konto. Ich weiß nicht, ob ich das dafür einsetzen würde, wenn der nochmal kommt. Aber wie gesagt, dafür muss er auch erstmal wiederkommen. Und dann kann ich mir die Frage immer noch stellen. Guckt euch trotzdem mal die Werte an, die Panzerung an. Tanks GG ist da mal ganz vorne mit dabei. So, da gucken ja viele gerne. Das Ding ist schon echt krass. Also hat richtig gute Werte. Und wie gesagt, diese 7er Wanne vom Panther eigentlich auch noch dabei. Die hält schon einiges ab. Na, also, wie gesagt, ist natürlich auch immer die Frage, ob man Medium spielen mag. Wenn das nicht so euer Ding ist, dann lasst es halt. Wenn es euer Ding ist und ihr es jetzt irgendwie verpasst habt oder euch gedacht habt, so, ach nee, den hole ich mir jetzt nicht, überlegt vielleicht nochmal, guckt euch die Werte einfach nochmal an und dann ja, könnt ihr dann nochmal entscheiden, sollte er nochmal kommen, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich das machen würde oder nicht. Die Frage würde ich mir dann erstellen. Aber ansonsten, schickes, nettes
böses Panzerchen auf Stufe 5, 4 und wie gesagt, Special Matchmaking, 7er Wanne, also, ist einfach ein schickes Ding. So, aber nichtsdestotrotz, sorry Houghton, na, auch dafür sorry, weil ich nicht weiß, wie du ausgesprochen wirst. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Ich hoffe, dir hat das Replay trotzdem gefallen, auch wenn ich hier nicht ganz so drauf eingegangen bin, was du im Ingame gemacht hast, sondern eher auf deinen Panzer geachtet habe. Aber den fand ich sehr interessant oder finde ich sehr interessant. Deshalb habe ich ja da so ein bisschen bin ich so ein bisschen abgeschweift vom eigentlichen Thema. Ja, nichtsdestotrotz, Leute, wenn ihr ein Replay habt, was ihr gerne gezeigt und oder kommentiert haben wollt, lasst es mir zukommen. Rob2k@web.de oder aber Flens1980. Oder guckt euch das Banner unten nochmal an. Geht auf Twitch, gebt dort Flens1980 ein. Und dann könnt ihr mir bei allen möglichen Schandtaten zugucken, mitmachen, klugscheißen, was auch immer ihr wollt. Ich bin jetzt erstmal raus, wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das guckt, und bis demnächst. Ciao, ciao.